it takes. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Tag des Avenger Endgame Countdown. Heute wieder mit einem kleineren Video und zwar zu einem Lego-Set, was uns zu neuen Theorien führen könnte. Und jetzt an dieser Stelle gilt eine Spoilerwarnung. Sollte man den Lego-Sets wirklich Glauben schenken können, dann könnte es ein Spoiler sein. Ihr müsst es selbst entscheiden. Auf jeden Fall starten wir jetzt rein mit dem Video und den möglichen Theorien dazu. The clear energy drink. Power. Made in Germany. Und zwar folgendes. Letzte Spoilerwarnung. Es geht um das Lego Avengers Compound Battle, wo man dieses Avengers-Gebäude kaufen kann. Und ihr seht es schon direkt neben mir, was es damit auf sich hat. Da seht ihr es im Clip von, ich muss mir gleich nochmal angucken, wie er heißt. Link auf jeden Fall in der Videobeschreibung zu diesem Originalvideo. Und es gibt ein kleines Fach im Avengers Hauptquartier, was mit Lasern gesichert ist. Und dort befindet sich genau das. Der Infinity Gauntlet mit exakt zwei Steinen drin, nämlich dem Zeit- und dem Power Stone. Und da kann man jetzt rein philosophieren, was man möchte. Wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass dieses Lego-Set recht hat und irgendwas widerspiegelt, was auch so wirklich im Film ist. Dann haben wir also dieses Compound Battle an der Avengers-Basis, wo unter anderem Hulk dran beteiligt ist, im Kampf gegen Thanos, aber auch Captain Marvel. Also könnte das ein großes End-Battle mit Thanos sein, wo die Avengers aber im Besitz des Handschuhs sind. Also laut diesem Set gibt es im Avengers Hauptquartier einen kleinen Raum, der extra gesichert ist, weil es ein großer Safe-Raum ist mit irgendwelchen Lasern und dort drin soll sich dann der Infinity Gauntlet befinden. Jetzt ist die große Frage, können wir Lego Glauben schenken oder nicht? Ganz wichtig an dieser Stelle, nicht, dass ihr glaubt, dieser Handschuh ist ja jetzt die rechte Hand und der Gauntlet von Thanos ist an der linken Hand. Das Video ist gespiegelt, also es geht wieder um die linke Hand bzw. um den Gauntlet an der linken Hand. Und jetzt möchte ich eure Theorien dazu wissen. Wenn ihr jetzt dieses Video gesehen habt, dann kommentiert entweder unter dieses Video, schickt es mir per Instagram oder per Discord, das geht natürlich auch, da gibt es extra einen Channel, wo ihr Fantheorien reinballern könnt. Wie kommt es dazu, dass die Avengers wirklich diesen Handschuh haben? Oder glaubt ihr etwa, dass das nur Fake ist und dass das Lego-Set damit gar nicht so richtig zu tun hat, dass man dann einen Safe-Raum gebaut hat, wo man zufälligerweise den Handschuh reinmachen kann? Ich kann euch immer vorweg sagen, dafür ist es wirklich gedacht. Das ist ein Safe-Raum für den Handschuh und ihr werdet das Review zu diesem Set auch auf meinem Kanal sehen, irgendwann nächste Woche. Aber bei uns in Deutschland sind die Sets noch nicht draußen. Ich weiß nicht, wie er an das Set rangekommen ist. Wahrscheinlich exklusiver Review. Auf jeden Fall werdet ihr ein Review dazu auch bei mir sehen. Aber meine große Theorie ist jetzt dazu, dass die Avengers in der Zeit zurückgereist sind und sich vorher schon einen Infinity Gauntlet selbst gebastelt und gebaut haben oder beziehungsweise schmieden lassen in Nidavellir, um dort gegen Thanos zu kämpfen. Der Zeitstein ist ja schon quasi von Anfang an im Besitz, ja, von den Guten gewesen, nämlich im Sanctum Sanctorum und irgendwann bei Doctor Strange. Dementsprechend könnten sie auch gut an den Zeitstein gekommen sein. Die große Frage ist jetzt, wie kommt es zum Power Stone? Und der Power Stone war ja vorher irgendwo im Universum verstreut, aber vielleicht haben sie auch mit dem Nova Corps zusammengearbeitet und haben sich das quasi geben lassen. Jetzt eure Meinung unten in die Kommentare. Könnte diese Theorie zutreffen? Oder habt ihr eine ganz andere Theorie? Oder sagt ihr einfach, das ist Fake? Dieses Set hat mit dem Film nichts zu tun. Eure Meinung gerne unten in die Kommentare. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Und nächste Woche, wie gesagt, bekommt ihr auch meine Review zu diesem Set, wenn ich es selbst in den Händen halte. Und jetzt einen schönen Tag noch und bis zum nächsten Mal. Ciao und bis dann.